Das ist die Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein. Der TSV Wedding steht gegen die SG Wift aus Neumünster in der Abstiegsrunde der Herren. Und hier direkt der erste Angriff der Weddingstädter. Der ist erfolgreich. Das 1:0 durch Luca Schmidtke. Und auch der zweite Ball der Weddingstädter sitzt. Das 2:0 durch Tobias Giesecke. Und für beide Vereine ist die Abstiegsrunde, ja, eigentlich ganz in Ordnung gestartet. Der TSV Weddingstedt konnte bereits ein Spiel für sich entscheiden und hat ein Unentschieden eingefahren. Und auch die SG Wift Neumünster mit einem Sieg und einer Niederlage. Hier der nächste Angriff der Neumünsteraner. Über die rechte Seite und hier der Lupfer. Das 10:7 eiskalt durch Jonas Henrik Brütt. Hier der Ballverlust der Neumünsteraner. Das wird eiskalt ausgenutzt vom TSV Weddingstedt. Und das 13:8 durch Lasse Finn Schmidtke, was auch der Halbzeitstand ist. Nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit. Direkt der erste Ball in den Händen der Weddingstedter. 14:8 durch Tobias Giesecke. Und für beide Mannschaften hier unfassbar wichtig, heute 2 Punkte zu erzielen und auch, ja, mit sich zu nehmen. Das 14:9. Und direkt hier die Antwort vom TSV Weddingstedt. 15:9. Das Puffer, was man sich hier aufgebaut hat an 6 Toren, möchte man gerne beibehalten. Und das, ja, zieht sich auch quasi das ganze Spiel durch. Der TSV Weddingstedt hier immer mit 2, 3, 4, ja sogar vielleicht 6 Toren vorne. Und die SG Wift Neumünster hat Probleme, an das Ergebnis ranzukommen und anzuknüpfen. Und auch der ist erfolgreich. Ein hervorragendes und wunderbares Tor zum 18:14 durch Jonas Henrik Brütt. Aber auch hier direkt wieder der Antwort von dem TSV Weddingstedt. 22:16. Noch 15 Minuten auf der Uhr. Hier wieder der Ballverlust und der TSV Weddingstedt bockstark und eiskalt. 23:16 durch Pascal Fiesan. Noch knapp 10 Minuten auf der Uhr. Geht noch was für die SG? Ja, hier geht zum Beispiel noch ein hervorragendes Tor. 24:19 durch Tim Luca Hillert. 26:20, noch knapp 3 Minuten jetzt auf der Uhr. Es scheint schon relativ sicher, dass der TSV hier den Sieg mit einfahren wird. Aber die SG weiterhin gewillt, ja, vielleicht nicht doch ganz so hoch zu verlieren. 2 Minuten noch. Und er gelingt im nächsten Wurf. 27:21 durch Luca Hillert. Letzten 3 Sekunden auf der Uhr, der wird verworfen. Und die Weddingstedter wissen es. Ja, jetzt haben sie es geschafft. Der TSV Weddingstedt gewinnt hier 27:21 gegen die SG Wift aus Neumünster.